25. März 2005. Erzengel Michael. Begeht mit bewegter Seele den Kreuzweg. Badet mit eurem göttlichen Meister eins in der Liebe und im Leid. So werdet ihr in der Lage sein, aus Liebe zu Gott auch Schweres, Leid, die Schwierigkeiten und Prüfungen des Lebens auf euch zu nehmen. Erste Station. Pilatus stellt zwar die Frage, was ist Wahrheit, doch er erwartet darauf keine Antwort. Deshalb lässt er sich verleiten, die Wahrheit ungerecht zu verurteilen. Strebt danach, der Wahrheit entsprechend zu leben, zu denken und zu handeln. Zweite Station. Jesus richtete sich in allem nach dem Willen des Vaters und nimmt das Kreuz auf seine Schulter. Sucht auch ihr den göttlichen Willen und lebt danach. Dritte Station. Jesus bricht das erste Mal unter der Last des Kreuzes zusammen. Aber er steht auf und geht weiter, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Möge auch für euch der göttliche Wille das Heiligste und wegweisend sein. Vierte Station. Der Mann der Schmerzen begegnet der Schmerzensmutter. Diese Begegnung strahlt Kraft auf den Sohn und seine Mutter aus. Wendet euch inmitten eurer Leiden und Schmerzen mit großem Vertrauen um Beistand und Hilfe an die Schmerzensmutter. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus beim Kreuztragen. Kommt auch ihr anderen zu Hilfe. Lindert, soweit es euch möglich ist, die Last anderer. Sechste Station. Veronika wendet sich mit hilfsbereitem guten Willen dem leidenden Messias zu. Ein guter Wille vermag, viele Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden. Seid bestrebt, eurem Nächsten mit gutem Willen hilfreich beizustehen. Siebente Station. Der Heiland fällt wegen der Sündenlast zum zweiten Mal. Bemüht euch, von der Sünde und deren Last frei zu werden. Helft aber durch euer betendes, sühnendes Leben auch anderen, sich davon zu befreien. Achte Station. Jesus begegnet dem weinenden Frauen. Das anstelle anderer und im Namen anderer verrichtete Gebet ist von großer Kraft und hohem Wert. Neunte Station. Der dritte Sturz wirft Jesus, den leidenden Erlöser, erneut zu Boden. Immer wieder fallt ihr in die gewohnte alte Sünde. Entschließt euch zur Besserung und geht auf diesem Weg mit Hilfe der Gnade voran. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Die Morallosigkeit und Gottlosigkeit der heutigen Zeit übertrifft alles Dagewesene. Deshalb ist es notwendig, dass ihr mit Hilfe der überflutenden Gnade Sühne leistet. Dazu bietet euch
die Mutter Gottes, die Liebesflamme an, um durch sie Gott Vater und dem Sohn im Heiligen Geist zu sühnen. Elfte Station. Der Gottmensch nahm die Qualen der Kreuzigung aus Liebe zum Vater und zu euch als Sühne auf sich. Sühnt im Geiste mit ihm vereint. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Er wünscht von seinen Nachfolgern, dass sie der Sünde und der Welt absterben, um durch ihn für Gott und in Gott zu leben. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Vertraut euch vollkommen der Mutter Gottes an, die auch euch als ihre kleinen Kinder auf ihren Schoß nimmt, um euch mit ihrer mütterlichen Liebe zu trösten und in allem zu helfen, indem ihr ihrer barmherzigen Güte bedürft. 14. Station. Tod, Begräbnis und Grablegung bedeuten Trennung. Die Liebe aber verbindet ewig. Die wahre selbstlose Liebe vermag den Tod, die Scheidewand des Grabes zu überwinden. Aus der Liebe entspringen Leben und Kraft, die Kraft zur Auferstehung.